Ja, Chris Baldisberger, ihr habt, glaube ich, lang geredet miteinander. Am Mittwoch es hat ein Team-Meeting gegeben. Wie viel davon habt ihr jetzt können umsetzen im heutigen Spiel, was ihr dort beredet habt? Ja, ich glaube, wir haben es gesehen am Anfang, wie wir rausgekommen sind. Wir sind sehr gut gestartet. Defensiv haben wir schauen und ich denke, das ist uns gut gelungen. Und, ja, es sind kleine Schritte, die wir machen wollen. Und schlussendlich geht es über die Defensive. Wir müssen schauen, dass wir hinten zu machen können. Und es gibt uns auch Vertrauen und dann geht es vorne rein. Und ich denke, heute war wirklich ein sehr wichtiger Sieg. Also, ja, wie man sagt, so ein Charaktersieg. Jetzt haben wir noch wichtige weitere Spiele. Es geht gegen Bern, es geht gegen Lugano, dann auf Davos. Kann man jetzt das Selbstvertrauen nach dem Spiel jetzt hier, obwohl wir noch einen Ausgleich fressen müssen in Überzahl, kann man das mitnehmen? So? Ja, ich glaube, so wie wir reagiert haben auf den Ausgleich noch, ja, ist natürlich super. Ich denke, das sollte uns sicher Selbstvertrauen geben. Wir müssen sicher auch wissen, wieso wir heute so haben können spielen, eben über die Defensive. Und nachher, ja, die Offensive ist automatisch gelaufen. Wir haben unsere Beine bewegt, haben viel schiessen können. Und so können wir auch unsere Chancen kreieren. Und ich meine, wir können Goal schiessen, das wissen wir eigentlich alle. Und es ist sicher gut, dass wir jetzt vier haben können machen heute. Danke, Chris.